Hallo und willkommen zurück zu Tahira. Wir waren jetzt hier in dem Kampf in der zweiten Phase, aber auf dem Schwierigkeitsgrad Princess sehe ich jetzt nicht, wie ich das mit meiner etwas suboptimalen, mit meinem suboptimalen Einstieg schaffen kann. Ich hatte zwei Einheiten verloren beim vorherigen Kampf und meine Magierin hat nur zwei Willpower und die braucht anscheinend vier, um hier gut aufräumen zu können. Ich sehe so keine Möglichkeit, wie man das gewinnen kann. Deshalb muss ich jetzt den anderen Kampf auch noch machen. Nochmal neu machen. Und da muss ich jetzt bestmöglich abschneiden. Es darf niemand sterben und möglichst auch niemand verletzt werden und sie muss noch vier Magie übrig haben. So. Aber bei dem Kampf habe ich ja noch eine Menge rausholen können. Also da, da war noch eine Menge Potenzial, was ich nicht genutzt hatte. Ganz links wären drei Leute zum Abblocken gut gewesen. Und deshalb werde ich da zweimal die drei stärksten Charaktere dahin. Machen wir das mal so. Auf geht's. Das ist, glaube ich, zu wenig. Die müsste ran, wenn die Bogenschützen gezogen haben. Die ziehen ja als nächstes. Könnte auch hier reinballern. Genau. Die sind quasi der Sprit für sie. Fast Forward. Speed Up Combat Animations. Ja, könnte man auch noch anmachen. So. So, jetzt muss ich auf jeden Fall alles rausholen. Gerade die Meuchler wären ja jetzt zweimal dann dran. Hier die lasse ich, glaube ich, erstmal. Die ziehe ich das nächste Mal raus.
Der hier muss dringend weg. Kriegt aber ordentlich Flankierungsbonus. Töten wir den hier so direkt. Okay. Vorne. Hätte ich den ersten auch schon so platt machen können. 15, das reicht nicht. Das könnte reichen, wenn einer crittet, genau. Keine Bewegungspunkte mehr. Mhm. So, die müssen abwarten. Wobei der auch theoretisch nach vorne laufen kann und den dann umbuttert, sobald die noch mal dran war. Das reicht möglicherweise nicht ganz. Es reicht wahrscheinlich nicht ganz, aber. Sprint. Also ein Feld nächste Runde weniger gehen. Und damit. Hier haben wir noch drei übrig. Die werden aber von meinen Leuten gleich zerfräst. Oder den hier könnten wir eigentlich noch auspacken. Der läuft ja dann gleich sowieso da wieder rein. Machen wir das noch. In einem normalen Angriff, weil getötet wird er den nicht bekommen. Ja, 17. Das könnte funktionieren, das wird zu wenig, um das sicher zu machen. Behalten wir die Willpower mal. Nehmen wir den noch, der kann sich ja auch gleich wieder verkrümeln. Stehen bleiben. So, die beiden Barbaren können da so leider nicht viel machen. Wobei doch, die könnten jetzt raus den ersten direkt vermöbeln.
Den hätte ich besser dahingestellt. Das könnte aber trotzdem so passen. Bam. Ja. Okay. Lassen wir die Bogenschützen einmal ziehen. Oder ich räume das hier direkt auf. Ne, lassen wir die Bogenschützen einmal ziehen. Die kann auch direkt casten. Ne. Warten auf die Bogenschützen. Falls die Bogenschützen da jetzt überhaupt nachkommen wollen, weil die könnten da ja auch dann schon auf ihn schießen. Das ist beim letzten Mal irgendwie, hat das besser funktioniert, die linke Seite. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wieso. Sind da die Bogenschützen beim letzten Mal nicht so durchgelaufen? Ja, das muss ich neu machen. Das ist, mach mal fast forward. Müssen wir neu starten. Die linke Seite ist Schrott und den einen Typen darf ich nicht nach vorne stellen, weil sonst die Bogenschützen ankommen. Ich darf halt keinen verlieren. Das ist das Problem. Keinen verlieren und möglichst niemand stark verletzt werden. So, das hier sind auf jeden Fall mit Abstand die schlechtesten für diese, für diese Stealth-Geschichte. Ich glaube, die lasse ich da oben durchlaufen. Ich könnte so, die ist ja mit am schwächsten oder mit am unsinnigsten, dann kann die da eventuell assistieren. Da sind drei drin, dann machen wir das anders. Ja, die werden sich da sowieso gleich wieder verteilen. Auf geht's. Ja. Thank you.
Fahren wir hier auch schneller. So, dann greifen wir hier an. Müssen einen Schritt nach vorne laufen. Und weg. Ja, und dann weiter. Ich kann auch jetzt den Ambush machen und dann kann ich sogar mit den Barbaren zweimal angreifen. Weil die ja danach nochmal drankommen. Elf. So, denn der Mitte muss dringend weg. Ich weiß nicht, ob die jetzt in der Runde dann noch angreifen können. Möglicherweise schon. Nehmen wir den zuerst zum Testen, wie viel Schaden da jetzt insgesamt bei rumkommt. Reichlich. Damit hat der auch weniger Flankierungsbonus. Der stirbt dadurch jedenfalls nicht. Dann werden wir jetzt an dem sehen, ob der jetzt dann noch angreift oder nicht. Wahrscheinlich wird er angreifen. Yes! Alle eingetütet. Der wird dann auch nicht mehr angreifen. Die könnten leider nicht mehr in der Runde angreifen, dann lassen wir das. Ja. Und dann können wir uns hier wieder zurückziehen.
versperrt hier unten den Weg. So müssen die alle da oben reinlaufen, die Barbaren. Ja, das passt. Die muss warten, bis die Bogenschützen nachgekommen sind. Okay. Wir könnten jetzt nach unten rushen. Und die alle wegfräsen. Und ich glaube, das mache ich da auch. Kann er leider nicht angreifen. Kämen aber gleich nochmal dran. Ja, das passt leider nicht. Mit denen sieht es wahrscheinlich besser aus. Im Vergleich zu dem nächsten Kampf ist das hier wirklich Pipifax. Oder ich hab's einfach noch nicht raus, was man beim nächsten Mal tatsächlich machen sollte. Eins, zwei, drei, vier. Moment, muss aufpassen. Da reicht ein normaler Angriff. Okay. Ja. Die Bogenschützen sind da. Dann holen wir uns mal den neuen Saft. Dazu bekommen. Wait. Fertig. Die haben jetzt gezogen. Jetzt hole ich meine Barbaren raus und zerquetsche die. Ja, nicht nur die Barbaren. Ah, der hat noch zu viel. Viel zu viel. Den könnten wir da mit dem anderen eventuell töten.
6, das ist auf jeden Fall zu wenig. Crushing Blow. 10 ist auch zu wenig. Aber gut, er kommt danach nochmal dran. Er braucht aber den Crushing. Ne, machen wir nicht. Hier und aufräumen. Der wird nicht reichen, aber der kann den dann nächste Runde angreifen oder töten. Und den hier könnte man jetzt auch schon ziehen. Damit werden die ganz gut flankiert. Und meine kommen ja alle zuerst wieder dran. Natürlich sind die Bogenschützen etwas ungünstig. Aber die sind quasi unvermeidbar. So, hier oben haben wir noch zwei, mit denen können wir nichts machen. So. Ambush. Wir können beim nächsten Mal die jeweils reinziehen und dann hinten die ambushen. Weil wenn die einmal gezogen haben, sind die fertig. Der berechnet die nicht nochmal für nochmal angreifen. Sollen wir uns auf den konzentrieren oder alle verhältnismäßig? Half Salt Drive. Na komm, machen wir das so. Kann er danach direkt wieder angreifen. Das reicht leider nicht ganz. Oder die macht ein Crushing. Den da. Kriegt ja ihren Willpower wieder. Ach, das war Quatsch. Naja, jetzt kann die beim nächsten Mal aber ihren Dings da machen. Naja, es war trotzdem Unsinn. So, jetzt können wir hiermit. Da machen wir erstmal den hier. Seismic Slam. Oder wir machen den, der 2 Willpower. Ne, machen wir lieber den, der eine ist tot. Und der andere fast.
So, da rein. Da rein. Die können jetzt quasi direkt ambushen. Was nicht besonders logisch ist. Zu extra damage. Das reicht immer noch nicht. Also machen wir einen normalen Angriff. Der hat noch 2 Punkte. Den kriegen wir auch nicht tot damit. Danach sind die zweimal dran quasi. Wenn ich den da hinschicke, dann direkt wieder raus. Dann schlagen wir hier einmal zu. Und dann gehen wir auf Seite. Damit die anderen dann noch einen Eingangspunkt haben. Wobei das schon extrem viel ist. End Stealth. Ja. So, das war's hier. Oder hatten wir, da haben wir noch einen. Die halten aber, na, die kommen, da kommen wir nicht dran. Das reicht schon. Das hätte wahrscheinlich noch nicht mal sein müssen. Okay. So, der da rein, der da rein. Der benutzt, ach Schwachsinn, der benutzt Sprint, läuft da rein, läuft dann da raus. Läuft hier rein. Ah, das geht nicht. Okay. Na gut, dann greifen wir hier an. Dann kriegt der wieder einen Punkt dazu. Quatsch. Der kann jetzt mit seiner Vicious Bam kaputt. Und einen normalen Angriff, weil der würde den so oder so nicht töten. Kann leider auch nicht weg. Wait. Oder? Doch, wait. Hatten wir sonst noch was? Ja, klar, die. Das reicht nicht, dann machen wir einen normalen Angriff. Move. Na, vicious. Back. Move. Back. Reicht zwar noch nicht, aber ist okay. Damit hätten wir alle. So, sie darf wieder.
Er hätte wahrscheinlich besser gewartet, bis die. Wobei das auch nur ein Bogenschütze war. Naja. So, der hat noch 14. Wahrscheinlich ist der hier im Bild. Komme ich jetzt leider so nicht hin. Doch, kann. Laufen wir hier mal einen Schritt auf Seite. Das reicht nicht. Der kann nächste Runde die beiden umbringen, möglicherweise. Die können auf jeden Fall schön auf ihn schießen oder so. Und dann können die sich da alle wieder verdrücken. So, den haben wir noch. Das macht eigentlich keinen Sinn. Die Bogenschützen können aber sowieso schießen und werden nicht weiter ranlaufen. Dann können wir uns mit dem zurückziehen. Ne. Das war so nicht geplant. Aber klar, war logisch. Den da müssen wir freiräumen. Jetzt haben wir erstmal die Barbaren noch. Hatten wir noch irgendwen im Ambush? Ja, sie. Es reicht leider nicht, um ihn zu töten. Hätten wir nur den Crushing nehmen können, aber...
dann nehmen wir jetzt den hier. Knockback. Ist leider immer noch im Dings drin. Den können wir nicht ziehen. Kaputt. Ja, die können wir nicht wegziehen. Ah, der hier ist im Weg. Das ist blöd. Ja. Reicht, na, könnte reichen. Ah, scheiße, keiner gekrittet. Das ist ärgerlich. So, wenn der weg ist, dann ist der hier offen. Aha, Sprint. Und der hier hat keine Rüstung mehr. Mhm. Den könnten wir eventuell gleich noch ziehen. Erstmal die Schützen dran. Und weg mit dir. Ist immer noch blockiert. Aber wenn der jetzt unten tot ist, sollte das eigentlich gehen. Naja. Dahin. Na, so. Haben wir noch was? Nö. Ambushen könnten wir jetzt theoretisch. Da macht es aber keinen Sinn. Hier macht es auch quasi keinen Sinn. Den könnten wir... Naja, warten wir erstmal, bis die anderen gezogen haben. Autsch.
Die haben keine Barbaren da. Barbaren habe ich alle im Feld. Außer sie. Ja, doch, die saß auch im Feld. Okay. Ja, die Ambush-Mechanik, die ist ein bisschen bescheuert. So ein kleines bisschen bescheuert. So, da steht jetzt... Ja, die sind da alles am Blockieren. Aber jetzt kann ich hier ambushen. Ja, das reicht nicht. Der da... Oder wir ziehen uns zurück. Das könnte vielleicht sogar das Klügste sein. Moment, die kann ich rausholen. Der hat genug. Wenn der den mit seinem... Ah, doch, das müsste klappen. Doll ist es nicht. Move. Jetzt kann die aber ran. Da rein. Ach nein, geht gar nicht. Hm, das ist doof. Da habe ich mich verzettelt. Ja, der kann die zwar jetzt abräumen, aber dann kriegt der die Magerin da nichts von. Rank up. Der kann auch zwei sich bewegen. Moment, das ist nochmal anders. Ne, geht gar nicht. Basic Actions. Den. Hm, die Magierin würde nur... Ja, das... Aber die wäre ja auch zweimal dran. Machen wir das jetzt so. Ne, das ist Schwachsinn. Machen wir den Tod. Die kommt dann beim nächsten Mal als erstes dran und tötet den mit einem Schlag am Kopf. So, haben wir noch was zum Ambushen? Ja, hier. Das sollten wir auch nutzen. 10. Mm.
Der hat leider nicht besonders viel HP. Der läuft jetzt auch weg. Kann der den töten? 13, nein. Move. Attack. Das ist auch leider zu wenig. Mhm. Der aber. Vielleicht kann er das auch normal. Ne, 8. Uff. So. Ja, das hier hätten wir noch. Einen Crushing, dann wird er auch weg. Bam. So, jetzt könnten wir theoretisch... Hat keiner mehr... So, die sind noch dran. Ich glaube, die ziehen sich mal da zurück. Ja. So. Der macht nichts. Machen wir erstmal ab. Es macht eigentlich keinen Sinn, da schon zu hantieren. Die holt sich den einen Punkt. Vier. So. Die beiden sind quasi jetzt hier frei. Da rein. Die könnten wir jetzt zerstören. Na, fangen wir hier an. Isolieren wir den erstmal, dass er kein... Ah, scheiße, keinen Flankierungsbonus bekommt. Das war natürlich dumm. Das war jetzt auch nicht besonders sinnvoll. Shit. Ne, das war dumm. Das könnte klappen, ist aber sehr unwahrscheinlich. Ja, das war dumm. Er kriegt jetzt sogar Schaden.
Also richtigen Schaden. Wobei, ne, den könnten wir hiermit eventuell wegmachen. Ja. So. Da eintauchen. Und weiter geht's. Ja, dann haben sie die Rüstung wieder zerfetzt. Das ist okay. Das sind alles Bogenschützen. Die tun ja an sich nicht viel. Das sind auch fast alles Bogenschützen. Erstmal müsste der da weg. Wenn die beide einmal schreien, dann wäre der in der Mitte tot, aber lohnt sich das? Ich glaube, nein, aber angreifen können sie. Ach, der kann gar nicht. Das ist vielleicht gar nicht mal so gut gewesen. Er hat noch zwei. Dealing damage to anyone standing in four squares adjacent. Two extra damage and knockback. Wunderbar. Die müsste eigentlich zu den Hitpoints laufen. Hier wird von einem angegriffen werden. Was ist denn? Haben wir da Leute drin? Ja, eine Menge sogar. Die sollten wir dann auch mal auspacken. Ja, ich mache dann in diesem Teil auf jeden Fall den Kampf noch fertig. Und dann werden wir beim nächsten Mal mit dem anderen Kampf anfangen. Die kommen ja jetzt sowieso alle zweimal dran. Ich weiß nicht, wie viel Schaden der macht. Der dürfte wohl mit am meisten machen. Gehen wir noch ein Feld weiter. Packen wir den hier aus. Eins. Zwei.
2. Zu wenig. Ah, pusten wir so ganz weg. Er kann da hinten nicht mehr hin, der kann aber nach unten laufen. So. Die können sich nur noch bewegen. Der hier ist quasi gleich tot, bevor er drankommt. Ziehen wir den nach unten, dann kann er da auch direkt loslegen. Und den können wir nach oben zu der Rüstung schicken. So. Kann er... Das müssten 21 Schaden sein, das ist viel zu viel. Okay. Jetzt aber. 9. Wunderbar. Kann der gleich weglaufen. Kriegen wir so. Der müsste sich auch Rüstung holen. So. Sehr schön. Die könnten sich nur noch bewegen. Rein da. So, das reicht auch. Neun. Macht nur 8. Dann warten wir erstmal ab. Den könnten wir ziehen, der kann aber gerade nichts tun. Und da oben haben wir niemanden drin. Der könnte sich auch Rüstung holen.
Der müsste sich auch welche holen. Den habe ich, glaube ich, versehentlich wieder runtergeholt. Na komm, weg mit dem. Ja, haben wir noch wen? Mhm. Die braucht Rüstung. Die kommt nicht weit genug. Nehmen wir den hier. Götzen reicht nicht. So. Weg. Jetzt kann die da rein. Und dann gleich quasi zweimal dran, wenn ich den hier weggeschickt habe, dass die auch hochlaufen kann, um die Rüstung zu holen. So, dahin. Ausrüsten. So, der muss Platz machen. Der hat aber genug Rüstung. Wenn der Sprint benutzt. Das reicht leider immer noch nicht ganz. So, dann machen wir die. Ne, Moment. Erstmal müssen wir den hier wegbewegen. Wobei, machen wir hier noch Sprint an. Er hat 8 von 18. So, hier ist alles aufgebraucht. Wait. Mhm. Die sollte ja jetzt eigentlich raus und nach oben laufen, um sich den Schild zu holen. Fertig. Naja, gut, eins. Der hier ist aber noch frei. Der kann sich direkt oben den holen.
rechts haben wir auch noch welche. Alles für den nächsten Kampf quasi. Der könnte raus und sich da durchrippen. Kommt er danach nochmal dran? Ja, wobei jetzt erst die Bogenschützen dran sind. Nee, gar nicht wahr. So, ja, Rüstung. Move, zurück. Die Rüstung ist komplett aufgebraucht. Darüber. Die ist voll. Die könnte sicher noch Rüstung brauchen. Aber die würde mittlerweile auch zu lange brauchen, um überhaupt noch dahin zu kommen. So, dann und wie viel war das? Attack 6 nur. So. Sieben. Na gut, dann bringen wir die halt so um die Ecke. Wait. Okay. Tot bekommen wir den so nicht. Da komme ich nicht rechtzeitig ran. Sprint. Da oben haben wir einen, aber der kann nichts machen. Okay. Ja, sehr schön. Bams. Ideal. Okay. Lauf. Haben wir noch jemanden? Nö.
So, die Barbaren-Damen. Die hatten nur noch 5. Die musste auch noch zu den zur Rüstung laufen. Können wir was machen? Nö. Ich glaube, das reicht nicht. Aber der andere kann den dann zermetzeln. Oder die. Ja. Machen wir das so. Er bräuchte auch Rüstung. Ich glaube, so viel Rüstung gibt es hier nicht mehr. Ja. Der kann da reinsprinten. Einen Platz haben sie noch. Die kriegt zwar jetzt keine Punkte dadurch, aber weg ist weg. So, der ist voll. So, wahrscheinlich ist da nur noch ein Fleck zum Auffüllen mit drin. Ja, die ist ja gleich auch wieder nochmal dran. Bam. Könnten den angreifen. Und der letzte, den ziehe ich gleich erst raus. Ah, Mist. Okay, dieses Mal war das Segment bei denen wohl noch nicht ganz durchgelaufen.
nicht ganz optimal. Wumms. Nur 9. Ist etwas schade. Wie viel macht normaler Angriff? 10 ist zu wenig. So, Move. Die beiden könnten, würden da jetzt sterben noch. Aber ich muss eigentlich darauf vorbereiten, den hier zu töten. Nein, mach mal so. Vorbei, Attack, ne. Die könnte auf ihn einhämmern. Nicht gut. Der kann ihn nicht töten. Nicht mit einem Streich. Die habe ich, glaube ich, eben vergessen. Ne. Die ist... Ach ne, ist noch nicht dran. Dann habe ich sie wahrscheinlich vergessen. Ja, die kriege ich nicht getötet hier mit einem Zug. Das heißt, die werden mir noch einmal Schaden machen. Beide. Machen wir nochmal einen Angriff. Wurzeln von 18. Ja, wenn die tot sind, dann ist sowieso vorbei. Er kann nichts tun.
Okay. Vielleicht sollte ich den aber auch gar nicht. Ja, so viel haben wir hier leider nicht mehr. Das ist jetzt doof, dass der. Aber der könnte sich da hinten das holen. Ja, ist doch wunderbar. Wait. Ja gut, weil da macht es eigentlich sowieso keinen Sinn noch zu warten. Die laufen jetzt auf Seite, damit wir anders die töten können nachher. Wunderbar, auch aufgebraucht. So, voll. Sprint. Aufladen. Und die werden jetzt von wem anders umgebracht. Ja, der kann leider nicht mehr aufgefüllt werden. Machen wir das so. We've bought enough time down here, bla 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 bla. Ja, geschafft. Und niemanden verloren, niemand schwer verletzt. Einer hat etwas Rüstung verloren. Und die Magierin hat volle Mana. Und ja, mit dieser Idealsituation werden wir dann nächstes Mal hier in diesem Kampf einsteigen. Das sieht jetzt ein bisschen besser aus als eben, aber immer noch nicht gut. Also, ja, besser wird's, werden wir hier nicht reinkommen. Ich sehe aber jetzt auch nicht derjenige, der die Rüstung nicht hatte. Vielleicht ist er wieder aufgeladen worden. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das hier dann gemacht bekommen. Ob man das hier gemacht bekommt. Also, bis denn!